Heute schauen wir uns einen nagelneuen Zug an und stehen dafür extra früh auf und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bonusvideo. Ihr habt es gesehen, 3.40 Uhr bin ich aufgestanden und dann sollte es nach Mannheim gehen, um mit dem neuen Mireo zu fahren. Kurz nachdem ich auf der Autobahn war, stand ich auch schon in der Vollsperrung, habe es daher dann nicht geschafft, nach Mannheim zu kommen rechtzeitig und habe dann in Biblis geparkt und fahre jetzt hier die Rückfahrt von Biblis nach Mannheim, die ich dann auch machen wollte, nur die Hinfahrt dann eben nicht. Und wir schauen jetzt mal rein hier in den Mireo, der neue Zug für die S-Bahn Rhein-Neckar. Wir sehen hier schon im Vergleich zu den bisher eingesetzten Zügen der Baureihe 425 haben wir hier deutlich besser gepolsterte, bequemere Sitze. Das sind ganz normale Nahverkehrssitze, wie man die in sehr vielen Zügen sieht. Zum Beispiel der Desiro HC von Bewegt hat auch diese Sitze oder der RRX. Das sind diese typischen Nahverkehrssitze, die aber ein klein wenig mehr gepolstert sind als zum Beispiel beim Talon 2 oder ähnliches. Hier kurzer Blick in die erste Klasse. Da haben wir also auch Stoffsitze, auch keine Tische. Das heißt, da ist der Unterschied nicht ganz so groß zur zweiten Klasse. Wir haben jetzt hier einen Sitzplatz der zweiten Klasse und ihr seht schon, eine Steckdose ist vorhanden. Die Sitze sind wie gesagt ziemlich komfortabel, gerade für eine S-Bahn sind die wirklich sehr, sehr bequem. Die sind ziemlich gut gepolstert, angenehme Sitzposition, seht auch hier Infobildschirm vorhanden. Ja, dadurch, dass ich jetzt die erste Fahrt von Mannheim nach Biblis verpasst hatte, konnte ich nicht ganz so viel vom Innenraum des Zuges zeigen, sondern nur das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Denn die Hinfahrt ist um 6.11 Uhr der RB2 von Mannheim nach Biblis und die Rückfahrt findet dann ab 7.02 Uhr bis 7.45 Uhr statt als RB5. Auf diesen beiden Umläufen kommt jetzt erstmal planmäßig der S-Bahn Mireo zum Einsatz. Die Hinfahrt ist sicherlich ziemlich leer noch, die Rückfahrt ist leider ein Schülerzug. Da ist es dann schon deutlich voller, deshalb konnte ich jetzt während der Fahrt leider nicht mehr so viel vom Innenraum zeigen. Aber ein bisschen zu den Fahrzeugen, ihr seht sie auch schon, mit WLAN sind sie auch ausgestattet. Diese Fahrzeuge kommen jetzt neu zur S-Bahn Rhein-Neckar, ergänzen dort die vorhandenen Züge der Baureihe 425. Da wurden ja auch schon einige umgebaut mit moderneren, bequemeren Sitzen. Die Mireo sind aber nochmal komfortabler. Zum Einsatz kommen sollen sie auf den Linien S5, S51, S6 und S9 zunächst. Dort soll dann planmäßig eben hier der neue Mireo im Einsatz sein. Das soll aber eigentlich erst ab Dezember 2020 der Fall sein, beziehungsweise teilweise auch erst ab 2021. Hier, das ist jetzt quasi ein vorläufiger Testbetrieb im regulären Passagierverkehr. Da habt ihr die Möglichkeit, den Zug jetzt schon mal anzuschauen. 6.11 Uhr ab Mannheim und 7.02 Uhr ab Biblis. Das sind die Verbindungen, die ich genutzt habe bzw. nutzen wollte. Da ist er im Moment im Einsatz, kann sich natürlich aber alles immer wieder ändern. Ihr seht das auch natürlich, habt ihr gleich schon gesehen, die haben eine neue Lackierung, also nicht mehr verkehrsrot, sondern eben eine ganz schicke Lackierung, weiß mit einem großen auffälligen S für S-Bahn und auffällig gelben Türen. Sieht also sehr elegant aus und wie gesagt, man sitzt dort wirklich sehr komfortabel. Hier erreichen wir dann schon den Mannheimer Hauptbahnhof, dort endet die Fahrt dann. Ich steige aus und um
Und hier sehen wir jetzt den Mirio noch bei der Ausfahrt. Hier haben wir nochmal die Vorbeifahrt an einem solchen Mireo, dann könnt ihr ihn auch nochmal von außen sehen. Und es wird am Montag nochmal ein Bonusvideo geben, denn das ist nicht der einzige Mireo, der jetzt neu ist. Es gibt noch einen zweiten im Bewegt-Design und den werde ich euch im nächsten Bonusvideo vorstellen. Und auch da gibt es dann nochmal ein paar mehr Informationen zum Mireo, das dann eben am Montag um 20.15 Uhr. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner erster Eindruck zum Mireo. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.